Müllers Wunderwelt. Das ist das, was den Kindern gefällt. Arabellas Wunderwelt. Das ist das, was uns so richtig gut gefällt. Das ist das, was uns so richtig gut gefällt. Jetzt geht es los! Ui! Guck mal, ob Arabella schon wach ist. Och, die schläft ja noch. Hä? Wer kommt denn da? Da, das ist Schubidu. Die schläft ja noch. Oh, hopp. Hey, Schubidu, was soll denn das? Was ist denn? Ach, ich bin so müde. Ja. Ach, wie bin ich müde. Ach, ich schlaf gleich ein. Doch es ist ja heller Tag. Wie kann ich müde sein? Jetzt stampf ich mit den Füßen und wacke mit dem Bauch. Ich schüttel meine Schultern und meine Hände aus. Ich recke meine Arme, die Beine. Habt ihr das gesehen? Dann macht doch gleich mal mit. Ach, wie bin ich müde. Ach, ich schlaf gleich ein. Doch es ist ja heller Tag. Wie kann ich müde sein? Jetzt stampf ich mit den Füßen und wacke mit dem Bauch. Ich schüttel meine Schultern und meine Hände aus. Wo ist denn Sisa? Sisa, ich hab was für dich. Oh, Käse. Ui, ui, ja, yippie. Ja. Oh, lecker Käse. Genau für Sisa, das Richtige. Das bin ja ich. Mein Käse weggefressen. Detlef, hast du das gesehen? Ja, Sisa, das ist ebenso in einer Wunderwelt. Auch du, wir sehen, es macht uns Freude.
Guck mal, Detlef, da, da! Das ist ja noch mal gut gegangen. Ja, das ist noch mal gut gegangen. Detlef, kann ich eigentlich auch so fliegen? Frag doch mal Professor Superschlau. Der kann dir das ganz genau erklären. Echt? Ja. Das mache ich. Sag mal, Professor, wie ist denn das eigentlich mit dem Fliegen? Kannst du machen, dass ich fliegen kann? Keine Ahnung. Zum Fliegen braucht man meistens zwei Flügel. Erster Flügel, zweiter Flügel. Vögel haben Flügel. Ich hab Ohren. Menschen und Mäuse nicht. Daher haben die Menschen zum Fliegen Flugzeuge erfunden. Und so sehen sie aus. Wunderbar. Und jetzt bauen wir eins. Was sagst du dazu? Was? Wir ja. bauen ein Flugzeug? Oh ja. Ja. Oh ja. Komm. Dann kann ich fliegen? Genau. Oh. Ja. Ah, hier, guck mal. Da blubbert's, da blubbert's. Ja, okay. Okay, ja, war gar nicht so einfach. Tada! Sisa, es ist vollbracht. Dein Flugzeug. Was sagst du nun? Wow! Ja, mein Flugzeug. Guck es dir an, mit zwei Flügeln, einem Propeller. Ja, ist der nicht schön? Mein eigenes Flugzeug. Wenn du willst, kannst du sofort einsteigen. Ich kann sofort losfliegen? Sofort. Das mache ich. Wahnsinn. Ich fliege jetzt los. Flieg. Wow, wunderbar. Turbinen heulen auf, ich werd in den Sitz gepresst. Gleich hebt das Flugzeug ab und ich halte mich ganz fest. Es fliegt tatsächlich. Immer höher geht's hinauf, die Häuser werden winzig klein. Wolken rasen schnell vorbei, wir fliegen in den Sonnenschein. Oh Mann, das gefällt mir. Fliegen wie ein Vogel überall, wohin ich will. Fliegen wie ein Vogel, ganz egal zu welchem Ziel. Fliegen wie ein Vogel, so als wäre nichts. Ich fliege! Fliegen wie ein Vogel, es gibt keine Grenzen mehr. Wie ein weißer Teppich liegt unter uns ein Wolkenmeer. Oh Mist, Arabella, ich bekomme das irgendwie nicht hin. Dabei sieht das doch so einfach aus. Vielleicht sind meine Beine ja zu haarig. Das geht nicht. Quatsch. Schau mal, Schubidu, du musst erst den linken Fuß zur Seite setzen und die Arme hoch, dann wieder den rechten Fuß und die Arme hoch, dann wieder links und wieder rechts. Und rechts, ja. Wenn man etwas gut können möchte, muss man einfach üben und etwas Geduld haben. Komm, jetzt noch einmal. Na gut. Links, rechts. Rechts. Links, rechts. Ja, super. Na siehst du, geht doch. Ja. Ich bin ein Vogel. Ich bin eine Vogelmaus. Wie ein weißer Teppich liegt unter uns ein Wolkenmeer. Oh. Überall, wohin ich schau, ist der Himmel blau und leer. Zur Camino trennt sich Grad. Draußen ist es bitter kalt. Und die Luft hier oben hat kaum noch Sauerstoffgehalt. Ach nee. Fliegen wie ein Vogel, ganz egal zu welchem Ziel. Fliegen wie ein Vogel,
zurück! Nein! Zurück! Ich liebe. Es ist ja gerade noch mal gut gegangen. Puh! Oh nein! Mein schönes Flugzeug! So, und hier noch die Tellers. Teller, Teller, ja. Habe ich doch beinahe das Glas vergessen. Das Glas natürlich, naturellement. So, und zum Schluss die Serviette. Voilà, très bien, fertig. Oh, zu Tisch, zu Tisch. On y va, on y va. Oh, Madame de Petit hat bestimmt wieder lecker gekocht. Da seid ihr ja endlich, Kinder. Ich warte schon. Ich habe einen Bärenhunger. Das riecht ja aber lecker. Oh ja, ich habe Nudeln gekocht, Kind. Das esst ihr doch beide gerne. Hm? Das duftet ganz herrlich. Drei Käse für ein Halleluja. Voilà. Bon Appetit. Oh ja, lecker. Hey, Schubidu, spinnst du? Arabella, ich bin schneller, hab die Nudeln auf dem Teller. Also, ich glaube nicht, was ich hier sehe. Hört auf, impossible. Hört auf, Kinder. Kinder, nein, das geht nicht so. So geht das nicht. Schnuff und Schmatz und Schleck. Die Fragen nicht, sind alle da. Fangen sofort an. Sie sind ja hungrig, das ist klar. Schlurf ist schon die Suppe. Schmatz ist schon beim Hauptgericht. Schleck greift nach dem Pudding. Na, so geht das wirklich nicht. Man wartet mit dem Essen, damit sich jeder nehmen kann. Habt ihr denn schon vergessen? Wir fangen doch gemeinsam an. Man muss doch nicht gleich starten. Viel besser wär's zu warten. Und bitte leise essen. Habt ihr das schon vergessen? Schluss, Schmatz, Schleck nimmt eure Hände. Geht das hier nicht weiter? Jetzt ist Schluss. Endgültig Schluss, Kinder. Tut mir leid, Kinder. Benehmt ihr euch jetzt, damit wir weitermachen können, Kinder? Ja, Madame Etepetete. Schluss und Schmatz und Schleck. Die essen so, dass man es hört. Und sie merken nicht, wie sehr der Lärm die anderen stört. Schlurf ist laut die Suppe. Schmatz verschlingt sein Leibgericht. Schleck, der spricht mit vollem Mund. Na, so geht das wirklich nicht. Mon Dieu. Man wartet mit dem Essen, damit sich jeder nehmen kann. Habt ihr denn schon vergessen? Wir fangen doch gemeinsam an. Man muss doch nicht gleich starten. Viel besser wär's zu warten. Und bitte leise essen. Habt ihr das schon vergessen? Schluss, Schmerz. Nehmt eure Hände bitte weg. So, Arabella, nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen. Hm? Ja, Madame. Mhm. Hm. Los, Arabella, Zähneputzen. Hm? Ja. Aber ich bin eher fertig, weil ich habe nur zwei. Aber zwei große. So. Ey! Oh, Mann, oh, warte, es kriegt da. Ja. Meine Zahnbürste. Ihh, oh. Wird ja ganz nass. In die Augen. Oh, so ein bisschen Zähneputzen. So, jetzt. So, und noch eine Bombe. Jawohl. Hey. Sag mal, Arabella, sonst geht's noch, oder was? Arabella, Trinkwasser ist kostbar und man sollte darauf achten, es nicht unnötig zu verschwenden. Pass also ein bisschen auf und lass es nicht einfach laufen, laufen, laufen. Du kannst es ja zwischendrin immer wieder ausmachen und dann, wenn du es wieder brauchst, anmachen. Also geht doch. Und ab geht's! Da seid ihr ja! Wartet, ich komme! Coole Sache hier! Im Ozean, da ist eine Menge los. Unglaublich, was da alles lebt, von winzig klein bis riesen. Das Meer, so wie Staub im Zimmer, immer hin und her.
viele kleine Krebse krabbeln durch das Meer. Sie sind schrecklich hungrig, mögen Algen sehr. Im Ozean, da ist eine Menge los. Unglaublich, was da alles lebt, von winzig klein bis riesengroß. Im Ozean, da ist eine Menge los. Ganz winzig klein fängt alles an und endet irgendwann ganz groß. Cool hier! Viele bunte Fische schwimmen sehr geschwind, fangen sich die Krebse, weil sie hungrig sind. Größere Delfine eilen rasch herbei, müssen aber flüchten, denn jetzt kommt ein Hai. Im Ozean, da ist eine Menge los. Unglaublich, was da alles lebt, von winzig klein bis riesengroß. Im Ozean, da ist eine Menge los. Ganz winzig klein fängt alles an und endet winzig kleine Algen sind der erste Schritt. Dann wird alles größer, langsam Stück um Stück. Viele bunte Fische schwimmen durch das Meer. Viele bunte Fische schwimmen hin und her. Wirklich, wie das aussieht. Im Ozean, da ist eine Menge los. Unglaublich, was da alles lebt, von winzig klein. Jetzt mache ich was ganz Besonderes. Ich mache heute Wölkchen. Wolken. Oh, ein Wölkchen. Husch, husch, hinaus. Schwebt hinfort. Ich will mit den Wolken wandern, ja. Bis weit, yeah, in den Himmel hinaus. Und nach einer langen Reise, da komme ich wieder nach Haus. Noch lieg ich im weichen Grase und schau Hui. Ein Segelschiff fliegt vorüber. Ich springe hinauf ganz geschwind und halte mich an dem Mast fest. Wie schön geht hier oben der Wind. So das kann man wohl laut sagen. Oh, Mann, Detlef, das war wieder ein schöner Tag. Ja, da hast du recht. Das war wirklich ein schöner Tag. Ja, das war's. Tschüss, bis bald. Gute Nacht, Detlef. Gute Nacht, Arabella. Gute Nacht, Sisa. Gute Nacht, Jupido. Gute Nacht, Pinguini. Gute Nacht, Madame Etepetete. Gute Nacht, Kinder. Auch du, Professor, mach das Licht aus. Na gut, mach ich. Gute Nacht.